Dieses Video wird präsentiert von YFood, mein Partner bei längeren Fahrten und Kampf gegen den Hunger. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Einen wunderschönen guten Abend, Sonntag 17 Uhr, ne? Das war der Upload-Tag, genau. Ich verwechsel das immer. Achtung, Werbung, 20 Uhr immer live auf Twitch, The Real German Truck Driver und 17 Uhr sonntags Video-Upload. Heute Samstag, ich check gerade mal, da kennt ihr das mit den Schlüsseln. So, warte mal, wir drehen einfach mal die Bude. So, heute Samstag, 22 Uhr. Jetzt auf jeden Fall erstmal ganz kurz Abfahrtskontrolle machen. Ich musste hier in so einer Straße, hier so mitten in so einer Kurve parken, weil die Parkbuchten, wo ich immer stehe, da stehen jetzt andere LKWs, die auch aus Göttingen kommen und hier wohl immer Feierabend machen. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich muss mir wahrscheinlich einen anderen Stellplatz suchen. Ich werde hier von meinem Platz verjagt, Freunde. Ich glaube, es geht los. Ja, was machen wir heute? Einen klassischen Vlog, ne, würde ich sagen. Gucken mal, was hier los ist. Ah, okay. Mittlerweile hier geht ja noch zu parken, ne? Aber ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn ich umsattel. Weil, ja, ich habe vergessen, auf Dings zu stellen. Oh, Alter. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Auf Arbeitszeit zu stellen. Oh, Freunde, das kann ja wieder ein Samstag werden. Bitte kein Stau. Bitte kein Stau. Komm, Kumpel. Okay. So, Leute. Also, ich mache jetzt erstmal nochmal ordentlich Abfahrtskontrolle ohne Kamera. Das war eigentlich nur so Schnelldurchlauf. Und dann fahren wir erstmal nach Braunschweig. Nach Bad Hersfeld. Und dann nach Eisenach zum Laden und hoffe, geht schnell. Die letzten beiden Tage war nicht gut. Entweder ist der Scanner ausgefallen und 10 Minuten lang ging gar nichts und ja, ihr wisst, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber es nervt immer so, wenn der Zeitrhythmus dadurch so ein bisschen durcheinander kommt, ne? Okay, ich melde mich gleich wieder, wenn wir in Bad Hersfeld sind. Okay. Ankunft in Bad Hersfeld. So, da ist, der ist aber voll. Da sind die Türen hinten zu. Aber wir können mal, warte mal. Ich check das gerade mal. Das, ey, mach nicht diesen, ey. Okay, warte mal. Da fahre ich nochmal zurück. Ich hoffe, der ist jetzt tatsächlich.
Ich hoffe, der ist leer und die haben nur die Türen zugemacht. Also, damit ihr es versteht, wenn die Trailer, also unsere, leer sind, damit ich das gleich sehe, wenn ich hier anfahre, dann werden hinten die Türen offen gelassen, dann weiß ich, okay, das ist ein abgeladener. Und die, die zu sind, dann hat das ein Kollege abgestellt oder meiner vom Vortag mit dem Leergut. Und da sind jetzt noch die Türen zu. Ich sehe aber hier keinen anderen von uns. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Auflieger ist leer und die Türen sind einfach so zu, warum auch immer. Oder es ist noch nichts abgeladen und dann habe ich hier nämlich die A-Punkt-Karte. Weil dann verzögert sich hier meine Abfahrt. Normalerweise tausche ich hier ganz schnell Trailer und hau wieder ab. Okay, wir testen das Ganze jetzt mal. Ich muss aufpassen, dass ich hier nichts kaputt fahre. Naja, wir gehen mal gucken. Ach, wann hatte ich den denn? Hatte ich den gestern? Es könnte sogar sein, dass der leer ist, als ich gestern 708 hatte. Nein, der ist voll. Das ist der von gestern. Das kann nicht wahr sein. Es ist da wieder nichts abgeladen. Das auf dem Samstag. Ich könnte sowas von... Jetzt muss ich rüberfahren. Da kann ich euch nicht mitnehmen. Da darf ich nicht filmen. Und muss gucken, dass sie mich so schnell wie möglich leer bekommen. Denn der zweite Kunde in Eisenach wartet auf mich. Es klappt ja wieder nichts hier. So Leute, jetzt einmal ganz kurz. Logistik erklärt. Wir Fahrer sagen manchmal, Logistik kommt nicht von Logik. Pass auf. Mein Kollege, selbe Spedition, hat an der Rampe 53 seinen Auflieger abgestellt mit Leergut. Und ich bin daneben gefahren an der 54 auch mit Leergut. Jetzt laden die nur noch einen Auflieger ab, weil die haben schon lange Feierabend. Ist irgendwas schief gelaufen. Und normalerweise muss meiner immer leer hier schon stehen. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich zum Rangierer gegangen und habe gesagt, kannst du dem bitte im Lager sagen, dass sie das Tor 54, also mein Tor, vorziehen vor 53, weil mein Kollege hat da hinten einen ganz anderen Auflieger, das heißt, er lässt ihn sowieso übers Wochenende hier stehen. Das heißt, die Rampe liegt zwar schon auf den 53er drauf, aber ich habe dir gesagt, dass sie den 54er, den ich hinter habe, einfach vorziehen, also schnell abladen, damit ich wegfahren kann. Daraufhin hat das Lagerpersonal gesagt, nee, machen sie nicht, die Rampe liegt schon auf den 53er drauf, der Fahrer soll umsatteln. Das bedeutet jetzt, neben mir steht der abgesattelte Trailer von meinem Kollegen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich sattel jetzt ab, sattel den auf, weil das Lagerpersonal die Rampe auf meinen nicht drauf machen möchte, weil sie auf dem anderen drauf liegt. Ich meine, das Umsatteln ist nicht das Problem, aber die Logik dahinter. So könnten sie meinen schnell abräumen und ich könnte komplett so, brauche nicht umsatteln, könnte gleich wegfahren. Wir satteln einfach um. So, damit ihr mir das glaubt. Ihr seht, das ist der, den ich abgesattelt habe. Und hier der von meinem Kollegen. So, beide stehen genau nebeneinander. Hier seht ihr grün, Rampe liegt nicht auf, also meinen. Und das ist der, der jetzt abgesattelt wird, abgeladen wird. So, deswegen habe ich jetzt umgesattelt, weil hier die Rampe schon drauf lag und auf der anderen Seite nicht nochmal drauf gemacht wird. Und die hier nicht eingezogen wird. Sagt nichts, Leute, sagt nichts. So. Und das ist nochmal ein Klartext, kam mein Kollege jetzt auch gerade an und sagte, weil der steht da drüben, genau gegenüber, mit seinem neuen Auflieger, den er von einer anderen Rampe geholt hat, und sagte gerade zu mir, warum hast du die jetzt umgesattelt? Ich sag, sagte er, hä? Die hätten doch einfach, wir hätten doch beide gleich viel drauf, hätten sie doch die Rampe bei dir drauf packen können und meine wieder, und meinen erst Montag abladen, weil der bleibt ja eh bis Montag stehen. Ich sag, es macht doch keinen Sinn, ruf doch da drinnen an oder lass doch den Rangierer durchfunken und sag, dass sie deinen mit der 54 vorziehen sollen. Ich sag, sagt er, hast gemacht oder was? Ich sag, und warum machen sie es nicht? Ich sag, es ist manchmal in diesem Job sehr notwendig, wirklich, wirklich jetzt, dass man teilweise aufhört, drüber nachzudenken, warum das jetzt gerade die Logik und warum das gerade unlogisch ist. Manchmal ist es einfach so, dass du sagst, ist mir egal, es ist mir egal, ich mache, was du sagst.
Ich denke nicht nach. Also warten wir jetzt, bis der hier abgeladen wird. Gut, habe ich nochmal umgesattelt. Kann ja sein, nach 17 Jahren kann man sich vielleicht noch ein bisschen perfektionieren. Da ist das ein oder andere Umsatteln vielleicht nochmal notwendig. Nehmt's mit Humor, Leute. Manchmal fehlt einem einfach die Worte. Ich wusste, dass diese Nachtschicht wieder komisch wird. Ich wusste es. Ich hatte es im Gefühl. Ja, so, wisst Bescheid. Wir sehen uns in Eisenach. So, knapp eine Stunde geschlafen, aber ich glaube, ich müsste gleich fertig sein. Mal abchecken. Ah, sieht aus, als wenn wir gleich fertig sind. Ha? Ja. Ach so. Läuft der wieder? Kann ich, ja? Ich sag mal Bescheid, aber ich muss das noch aufladen. Kannst du schon mal vor? Ja, ja, sag Bescheid. Danke dir, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ne? Cool. Gute Zeit. Sie lädt jetzt noch weiter auf, scannt aber ein. Das heißt, ich kann schon mal Papier holen, dann haben wir ein bisschen Zeit optimiert. Bin gleich wieder da. Oh, gute Zeit, Leute. Ich kann mich nicht beschweren. 1.45 Uhr. Späteste Abfahrtzeit habe ich laut Plan 2.30 Uhr. Oder bleib an. Ja. Ich würde sagen, 5 Uhr Ankunft. Geht noch ein bisschen was runter. Sie erreichen Ihr Ziel um 5.05 Uhr. Ha! Ich komme vor Dennis weg. Wo ist er? Da. Beste. So, also ab nach Braunschweig. Das war immer Ärger. Nee, warte mal. Muss man. Aber der überholt mich wieder, der sagt. Der ist, keine Ahnung, fall schnell. Nein, das schafft er natürlich nicht. Das ist natürlich Quatsch, was ich erzähle. Aber normalerweise ist es so, dass ich immer so ein bisschen vor ihm wegkomme. Aber er sattelt jetzt gerade noch auf. Das heißt, aufsatteln. Er muss dann noch die Papiere holen. Ah, ich werde ungefähr 10 Minuten Vorsprung haben. Das holt er nicht mehr ein. Das heißt, heute geht der Tagessieg an mich. Das ist natürlich nur Spaß, Leute, ne? Wie viele Tonnen haben wir denn drauf? Ist nicht viel. Ich glaube, ja, 7 Tonnen. Vollkommen in Ordnung. Das war so cool. Es war nichts los hier so nachts. Ja, nächster Halt. Braunschweig. Jo. Angekommen in Braunschweig. 2 Kilometer noch bis zum Kunden. Ich liebe das, wenn einfach so nachts hier nichts los ist. Alles duster. Ich fahre hier übrigens ein bisschen mittig, weil hier immer an der Seite ja die Parkbuchten hier immer sehr nah an der Straße sind. Machen übrigens alle so irgendwie, alle LKW-Fahrer dann. Hier geht ja wieder. Außerdem ist es hier so die Seitendings so kaputt gefahren. Deswegen ist es ein bisschen doof. Ja, also richtig gut in der Zeit. 4.29 Uhr jetzt aktuell. Mega für den Samstag. Das heißt, ich kann gleich richtig schön lange schlafen. Ja. Okay, bis gleich. Ist offen. Ist ja noch mehr Zeit ersparen. Das habe ich ja noch mal eine Minute gewonnen.
Gönjamin, Junge, Gönjamin. So, guten Morgen. Es ist jetzt schon hell, ich bin gerade aufgestanden und zwar musste ich das wiederum kurz abbrechen, weil mit mir zeitgleich noch zwei andere LKWs kamen und wir richtig Stress hatten. Wir mussten jeweils an einer Rampe nebeneinander und das Lagerpersonal zu zweit auf dem Samstag war not amused sozusagen. Und dementsprechend hatte ich keine Zeit noch zu vloggen, ich musste schnell an die Rampe. Ja, jetzt bin ich auf der Raststätte. Raststätte Harz. Ich habe mega gut geschlafen. Und mal gucken. Checken wir gleich nochmal den LKW und dann geht's ein paar Kilometer nach Hause, ne? Ach, hier ist noch einer, der schläft auch. Sonst ist hier weiter nichts mehr, oder? Elf Harz und hinten noch welche. Okay, ich ziehe mich jetzt erstmal an. Dann machen wir nochmal kurz Abfahrtskontrolle. Und ja, dann geht's ab nach Hause, ne? So. Boah, sieht so dreckig aus, aber es regnet ja jeden Tag. Brauchst ja nicht waschen fahren. Aber nur noch mal gucken, ob hinten die Türen zu sind. Oh! Yo! Coole Yacht. Ladies Edition. Nein, das sind die Markenzeichen der Firma Glomp. Die haben alle, sind alle pink. Ah, sieht doch gut aus. Nächste Woche werden wir mal Felgen waschen. Ach nee, glaub, bis Mitte nächste Woche soll es noch regnen. Gut, gehabt euch wohl, euer Kai. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Up in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.